Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Infos und Tipps aus der bunten Medienwelt. Wir möchten euch in diesem Clip etwas über das Videoportal von Google erzählen, nämlich YouTube. How to YouTube. YouTube ist das größte Online-Videoportal, das es heute gibt. Du kannst hier Videos gucken, bewerten, kommentieren oder sogar einen eigenen Kanal erstellen und selbst Videos hochladen. Gegründet wurde das Portal im Jahr 2005 in Kalifornien. Und Fun Fact, einer der drei Gründer ist ursprünglich tatsächlich Merseburger gewesen. Allerdings wanderte er schon mit 13 Jahren mit seiner Familie in die USA aus. 2006 wurde die damals noch junge Plattform auch schon von Google aufgekauft. Das ließ sich der Konzern damals umgerechnet immerhin 1,31 Milliarden Euro kosten. Die Nutzung der Plattform ist kostenlos. Das bedeutet aber nicht, dass YouTube mit den hochgeladenen Inhalten kein Geld verdient. Firmen bezahlen YouTube, damit auf beliebten Videos Werbung von ihnen geschaltet wird. Auch die Betreiber der Kanäle, von denen diese Videos sind, können daran dann mitverdienen. Für erfolgreiche Kanäle kann das tatsächlich ein lukratives Geschäft sein. Auf YouTube werden verschiedenste Inhalte in unterschiedlichster Aufmachung behandelt. Hier eine Auswahl verschiedener Arten von Kanälen, die bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt sind. Gaming-Kanäle, also Kanäle, die sich mit Videospielen beschäftigen. Ein besonderes Format sind hier die sogenannten Let's Plays. In diesen Videos schaut man YouTubern beim Spielen von Videospielen zu. Hierzu gehört auch der erfolgreichste Kanal der Welt von PewDiePie. Beauty-Kanäle, hier dreht sich alles rund um Themen wie Schönheit, Hygieneartikel, Kosmetik und Styling-Tipps. Der erfolgreichste deutsche Kanal ist hier Bibis Beauty Palace. Comedy-Kanäle, die vor allem unterhalten sollen. Hier werden zum Beispiel Streiche und lustige Dinge gezeigt. News-Kanäle. Hier berichten YouTuber zum Beispiel über Prominente oder über andere YouTuber. Viele Kanäle wollen aber auch Wissen vermitteln und berichten über Nachrichten, Politik oder andere komplizierte Sachverhalte. YouTube hat mittlerweile einen sehr großen Einfluss auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Aktuelle Videos und Kanäle sind Gesprächsthemen in vielen Schulklassen und Freundeskreisen und setzen Trends. Auch fungieren bekannte YouTuber in vielerlei Hinsicht als Vorbilder, sowohl in ihrem Verhalten als auch in den Dingen, welche sie konsumieren oder besitzen. Manche Kanäle nutzen das ganz bewusst, um in ihren Videos Produkte mehr oder weniger offensichtlich zu bewerben und damit zusätzlich Geld verdienen zu können. Viele Kinder und Jugendliche haben das Ziel, sich einen eigenen Kanal aufzubauen, mit welchem sie dann im besten Fall auch bekannt werden und Geld verdienen können. Beim Erstellen von eigenen Videos sollten allerdings einige Dinge, wie zum Beispiel das Urheberrecht und die YouTube-Richtlinien, beachtet werden. Besonders wenn Kinder und Jugendliche in ihren Videos Persönliches preisgeben, sollten sie sich außerdem darüber bewusst sein, dass die ganze Welt darauf Zugriff hat. YouTube ist eine riesige Plattform mit vielfältigen Möglichkeiten und hat für viele Kinder und Jugendliche heutzutage einen hohen Stellenwert. Deshalb sollten die Menschen in ihrem Umfeld sie unterstützen, sich mit den Chancen und Risiken eines so großen Netzwerkes auseinanderzusetzen. Ach übrigens,
Auch dieses soziale Netzwerk ist für Kinder und Jugendliche nicht uneingeschränkt zu empfehlen, da sich auch hier manchmal Inhalte verstecken, die für Kinder und Jugendliche noch unangemessen sind. Laut AGBs ist YouTube übrigens erst ab 16 Jahren bzw. mit der Einwilligung der Eltern ab 13 Jahren gestattet. Für die Jüngeren empfehlen wir deshalb lieber die Plattform YouTube Kids. Aber Achtung, auch hier sollte man ganz genau hinschauen, weil sich auch hier manchmal noch Inhalte verstecken, die gerade für die Jüngsten noch unangemessen sind. Wenn ihr noch ein paar mehr Informationen zu YouTube bekommen wollt, schaut doch einfach mal bei ClickSafe oder bei Handysektor unter dem Stichwort YouTube vorbei und informiert euch noch etwas genauer. Tja, das war's erstmal wieder für uns. Schaut doch demnächst mal wieder vorbei zu einer neuen Folge mit Infos und Tipps aus der bunten Medienwelt. Bis dahin, wir sagen Tschüss.